Die Begrenzung von Kaffeestoll in Espressomaschinen. Ein einfacher Weg, um das LDL-Cholesterol zu senken. Altes Wissen. In den 80er und 90er Jahren wurden die Auswirkungen von Kaffee auf die menschliche Gesundheit eingehend untersucht. Eine der Entdeckungen war die Wirkung von zwei Diterpenen namens Kaffeestoll und Caveol auf das schlechte LDL-Cholesterin. Caveol hatte eine sehr geringe Wirkung, Kaffeestoll eine sehr starke Wirkung. Arabica-Kaffee enthält doppelt so viel Kaffeestoll wie Robusta. Papierfilter oder nicht? Das ist die Frage. Ein weiterer früher Befund war, dass alle Kaffeebrühmethoden, bei denen Kaffee durch Papier gefiltert wurde, niedrige Kaffeestollwerte aufwiesen. Brühmethoden, die keine Papierfilter verwenden und eine lange Extraktionszeit haben, wie türkischer Kaffee, französische Presse, zeigen viel höhere Kaffeestollgehalte als gefilterter Kaffee, wie bei PETs und beim Übergießen, die Übergießmethode. Türkische Kaffeemethode, French Press Methode, französische Pressemethode und Filterkaffee und Filterkaffeemaschine. Bei dieser Methode hat man herausgefunden, dass es um eine Konzentration von 0,2 bis 0,6 Milligramm pro Tasse gab. Und bei diesen Methoden zwischen 6 und 12 Milligramm pro Tasse. Also viel mehr. Und Espressomaschinen und Mokka-Kannen dann. Sowohl die Mokka-Kanne als auch die Espressomaschine weisen eine erheblich kürzere Extraktionszeit auf als die französische Pressemethode oder türkische Brühmethode. Dies zeigt sich deutlich in der Kaffeestollkonzentration. Hier gibt es die Methode, die Brühmethode, hier gibt es die Kaffeestollkonzentration und hier die unwichtige Caveol-Methode. Bei gefilterter Kaffee, also beim Aufgießen auf ein Papierfilter, 0,1 Milligramm pro Tasse. Instant Coffee, also getrocknet, 0,2. Mokka und Espresso zwischen 1,7 und 2,0. Also erheblich mehr als bei papiergefilterter Kaffee. Bei französischer Presse, türkisch Methode und gekochter Kaffee wie in Äthiopien und so, gibt es eine noch viel höhere Konzentration, speziell bei gekochter Kaffee. Ja, und das ist eins der wissenschaftlichen Artikel, wo das gefunden ist. Ist das alles jetzt schlecht? Wie viele Bestandteile in Kaffee, Tee, Wein, Nüssen und so weiter können schlechte Bestandteile für andere Organe oder bevorstehende Krankheiten gut sein. Es wurde behauptet, dass Kaffeestoll und Caveol Krebsentwicklung begrenzt. Epidemiologische Studien haben gezeigt, dass der Kaffeekonsum das Risiko für Krebserkrankungen wie Darmkrebs verringert. Wenn Sie also kein Cholesterinproblem haben, ist die Lösung, die ich vorschlagen werde, um Kaffeestoll in Espresso zu reduzieren, möglicherweise überflüssig. Und das hier ist ein Artikel, wo in dieser
krebsbeschränkende Aktivität beschrieben wird. Aber es gibt mehrere. Wie ich mein LDL-Cholesterin senkte. Vor 4 Jahren befand ich mich wegen eines Herzproblems in einem Krankenwagen und im Krankenhaus. Unmittelbar nach diesem Tag hörte ich auf, tierische Fette wie in Käse und Butter zu essen. Ich habe auch aufgehört, Fleisch zu essen. Anstelle von Fleisch esse ich jetzt etwa 2-mal pro Woche Fisch, Pilze, gebackene Pilze, und vegetarisches Fleisch. Ich trinke nur noch 180 Milliliter Milch pro Tag, nur für meine Cappuccinos. Und eher gebrauchte ich das auch beim Krüssli. Anstelle von Kuhjoghurt verwende ich jetzt Joghurt auf Sojabasis. Um die Umwandlung von kalorienreiches normales Zucker in Körperfett zu verhindern, verwende ich nur noch Süßstoff, Natren. Ich trinke keine Softdrinks. Da gibt es auch viel Zucker drin. Dies löste mein Cholesterinproblem. Meinen unregelmäßigen Herzschlag und manchmal sehr niedrige Herzfrequenz sind wieder unter Kontrolle, ohne Medikamente. Okay, wie man Kaffeestoll in Espresso einschränkt. Um mein schlechtes Cholesterin weiter zu begrenzen, verwende ich jetzt seit ungefähr 1 Jahr einen Papierfilter in meiner Espressomaschine und meiner Mokka-Kanne während der Ferien, wenn wir auf der Reise sind im Wohnwagen. Ich trinke etwa 2 große Cappuccinos pro Tag, 20 Gramm Kaffeepulver. Da sich herausgestellt hat, dass Filterpapier zum Übergießen von Kaffeestoll und Kaviol absorbiert, habe ich begonnen, vorhandene Melita-Filter zu verwenden. Wie können Sie diese Filter selbst herstellen? Sie können runde Filter für Kaffeezubereitung kaufen. Diese sind jedoch viel zu groß für eine Siebträger-Espressomaschine. Also, Sie müssen etwas selbst machen. Messen Sie zuerst den Durchmesser der Siebe Ihres Siebträgers. Für eine Tasse, für 2 Tassen. Ein größeres Filter, etwa 4 cm. Und hier etwa 35 mm. Ich selbst habe eine Lelit PL41EM Espressomaschine, wie abgebildet auf die erste Seite. Die Abmessungen Ihrer Siebe können unterschiedlich sein. Okay, wie können Sie diese Filter selbst herstellen? Kaufen Sie die größte Größe von Übergieß-Kaffeefiltern, die Sie in Ihrem Supermarkt finden können. Das ist nicht diese Größe, die sind auch mittelgroß. Dann gibt es 2 Möglichkeiten. Wenden Sie sich an jemanden, der Ledertaschen herstellt, und bitten Sie ihn, runde Filter der gewünschten Größen zu stanzen für ihn. Oder kaufen Sie einen Stempel mit dem richtigen Durchmesser. Oder machen Sie es selbst und stanzen Sie die Filter selbst aus. Ich habe schon vor Jahren 40 Jahre her, 3 große Lochschneider gemacht und diese benutze ich jetzt.
Das ist der 35 mm Diameter Lochschneider. Es gibt, habe ich gefunden, auch billige Lochschneider. Die sind nicht so lang wie die von mir, aber das macht nichts aus. Die gibt es auch auf Amazon zu verkaufen. Für nur 12 Euro für ein Set mit mehreren Diameter. Genügend für was Sie brauchen. Okay. Ganz einfach zu gebrauchen. Braucht man nur einen Holzblock draufzulegen und dann drauf zu schlagen oder zu pressen, um das Papier auszuschneiden. Wenn Sie selbst einen Lochschneider machen, kein Lochschneider, aber Lochschneider, achten Sie darauf, dass er dünnwandig ist. 1,5 bis etwa 2 mm. Das können Sie hier sehen, und es ist auch scharf geschliffen an Unterseite. Sie können ohne Problem 10 Papierfilter stapeln. Hier war es noch 3 oder 4, das war das erste Mal. Und dann alle zugleich ausstanzen. Dann bekommen Sie also 20 einzelne Filter pro Schlag. Und hier sammle ich die in einen kleinen Behälter. Wie benutzt man dann die Filter, die man bekommen hat? Für eine optimale Absorption von Kaffeestoll verwende ich 2 Filter für eine Doppeltasse, eine Einzeltasse oder Doppeltasse. Um die Filter an Ort und Stelle zu halten, befeuchten Sie das Sieb oder das Filter mit ein paar Wassertropfen. Füllen Sie dann das Filtersieb wie normal mit gemahlenem Kaffee, wie üblich. Verwenden Sie die gleichen Einstellungen für Kaffeemühle und Pressdruck wie normal. Es gibt keinen Unterschied im Widerstand, keinen Unterschied im Gebrauch. Und kein Unterschied im Geschmack auch. Nachdem Sie Ihren Kaffee zubereitet haben, schütten Sie den Kaffee zusammen mit dem Papier aus. Und dann beim Mokka-Kanne. Wie macht man es dann? Dieses Sieb soll man abdecken, nicht das Sieb, wo das Kaffeepulver rauf liegt. Hier wird nämlich das Kaffee hochgedruckt. Machen Sie das Papier nass, bevor Sie es einsetzen, sodass Sie es verschieben können. Das Filter soll die Silikondichtung nicht bedecken. Diese Silikondichtung soll gut arbeiten können, soll gut abdecken können. Bei Nespresso-Maschinen kann man diese Methode dann auch gebrauchen. In einer Nespresso-Kapsel befindet sich Papier, das jedoch kein Kaffeestoll zurückhält, da es sich an der Wassereintrittsseite der Kapsel befindet und das Papier auch noch perforiert ist. Hier sehen Sie durchgeschnitten, ich habe das Kapsel halb durchgeschnitten und dann geöffnet, so wie das aussieht. Die zwei halbe Papierfilter sind hier unterschiedlich zu sehen, perforiert auch, und die befinden sich normalerweise dort. Also die filtern nur Wasser und die sind nicht gemeint, um das Wasser zu filtern, aber das Wasser zu verteilen. In eine Nespresso-Maschine fließt das Wasser von hier nach dort, so, und es hat zuerst Kontakt mit das Papier und dann fließt es durch das Kaffee, also
Und hier gibt's kein Papier. Okay, Problem also. Bei vollautomatischen Espressomaschinen. Sie haben dort keine Möglichkeit, einen Papierfilter in den Siebträger zu legen, da dieser nicht zugänglich ist. Bei Vollautomaten und Nespresso-Maschinen können Sie einen winzigen Trichterfilter, zum Beispiel dieser kleinste Melita-Behälter, auf Ihre Tasse setzen und darin Melita 100 Papierfilter. Und dann bekommen Sie also einen Kaffee ohne Crema, leider, aber auch ohne Kaffeestollen. Gut, das ist es. Das war es. Genießen Sie Ihren Kaffee niedrig in Kaffeestollen gehalten. Danke fürs Ansehen.